Es ist der 11. März 1931. Eine Küstenstraße bei Santa Barbara in Kalifornien. Hier stirbt mit erst 42 Jahren Deutschlands größter Stummfilmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau. Sein Diener und Liebhaber, der erst 14-jährige Filipino Garcia Stevenson, verliert die Beherrschung über das Auto, als er einem LKW ausweicht. Wenige Stunden später ist Murnau tot. Nur 11 Personen nehmen von ihm am 19. März Abschied, darunter Greta Garbo. Als Friedrich Wilhelm Plumpe wird er in Bielefeld im Dreikaiserjahr 1888 geboren. Wohlhabend bürgerlich. Sein Vater ist ein erfolgreicher Tuchhändler. So ist das damals in Bielefeld. Die Wohlhabenden hatten fast alle mit Leinen zu tun. Nur der junge Plumpe wollte nicht. In ihm schlummert ein Künstlergenie. Theater, Malerei, der beginnende Expressionismus. Die freie künstlerische Ausdrucksweise, das wollte er. Er bricht mit seinem Elternhaus, nennt sich fortan Murnau, nach einem lockeren Künstlergeflecht, das sich im kleinen bayerischen Ort Murnau niedergelassen hatte. Hier findet er in der Gruppe der Blaue Reiter künstlerische Inspiration. Das Ziel des Blauen Reiters ist, mit den alten Maltraditionen der Akademien zu brechen, eine Plattform für eine neue Kunst zu erschaffen und neue künstlerische Ausdrucksformen zu finden. Die Vereinigung strebt die Gleichberechtigung verschiedener Kunstformen an und knüpft somit Kontakte mit Künstlern anderer Bereiche, Tänzer, Komponisten und Bühnendesigner. Das ist es, was Murnau will: frei sein, neue Wege gehen. Der Film kommt ihm da gerade recht. Das Medium ist eben seinen Kinderschuhen entwachsen. Die ersten großen Filmpaläste entstehen. Massen lassen sich von diesem neuen Medium begeistern. In diesem neuen Medium findet Murnau die Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Sein erster Spielfilm baut auf den Motiven Der Knabe in Blau von Thomas Gainsborough auf. Leider ist der Film verschollen. Sein ganzes Werk steht im Zeichen von Wasser und Erde. Mit seinem Kameramann erfindet er die entfesselte Kamera. Er lässt Bilder tanzen, sich bewegen. Die Zuschauer sollen eintauchen in seine Gedankenwelt und die visuelle Kraft des bewegten Bildes spüren. Die künstlerischen Möglichkeiten des neuen Mediums Film macht Murnau sichtbar. 21 Filme hat er gedreht. 8 davon sind verschollen. Er gehörte zu den ersten Oscar-Gewinnern und hat zahlreiche berühmte Regisseure wie Alfred Hitchcock inspiriert. Nach seinem Tod wurde der Leichnam nach Deutschland überführt und auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt. Sein langjähriger Drehbuchautor Karl Mayer und der Regisseur Fritz Lang hielten die Grabreden. Unter den Trauergästen waren unter anderem Robert J. Flaherty, Emil Jannings, Erich Pommer und Georg Wilhelm Pabst. Seinen Grabstein gestaltete Karl Ludwig Manzel. Es ist als Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet. Im Juli 2015 wurde das Grab von Grabräubern geöffnet und der einbalsamierte Kopf Murnaus entwendet.